top aktuell bei uns. Sie brauchen Strom. Alle von uns brauchen Strom. Und das kostet uns, also bei dir und mir hier in Dassel in unserer Single-Wohnung, sage ich mal so ungefähr 30 Euro im Monat. Ja. Das sind 360 Euro im Jahr. Das kann man noch runterfahren. Wenn man nämlich die Geräte identifiziert, die weniger Strom brauchen. Und Strom wird immer teurer. Wir haben da einen Artikel vom ZDF dafür. Nach Gas steigt nun auch der Strompreis. Nicht nur Gas, auch beim Strom ziehen die Preise deutlich an. Die Haushalte in Deutschland müssen sich auf weiter steigende Strompreise einstellen. So hätten sich die Großhandelspreise bei langfristigen Lieferungen seit Jahresbeginn verdoppelt. Kurzfristig gekaufter Strom sei sogar dreimal so teuer geworden. Schon jetzt ist der Preis für Haushaltsstrom nach Angaben des Vergleichsportals Verivox auf ein neues Allzeithoch geklettert. Aktuell kostet eine Kilowattstunde Strom durchschnittlich 30,54 Cent, so viel wie noch nie zuvor. Ja, wir merken das natürlich an der CO2-Abgabe, dass wir eben wiederverwertbaren Strom machen, dass wir also auf erneuerbare Energien setzen. Das wird uns weitergeben. Ist ja auch richtig so, dass wir auf diese Energieformen setzen. Aber hier ist es halt wichtig, wir können Strom sparen und du zeigst uns mal, wie das geht. Ja, vor allen Dingen ist es deswegen wichtig, weil ich muss den Quatsch bezahlen. Ja, ich finde es ja großartig, dass man hier mit CO2-Umlage und so weiter was für die Umwelt tut. Aber ich muss es auch bezahlen können. Und da geht es mir tatsächlich wie anderen auch. Mir ist das Hemd näher als die Hose. Und auch ich habe von meinem Versorger wieder eine Erhöhung der Kilowattstunde bekommen. Ich glaube, knapp 3 Cent oder was sind die hochgegangen. Das klingt im ersten Moment nicht viel bei einem Verbrauch von ungefähr 27, 28 Euro oder was ich jetzt zum Jahresende ermittelt habe. Aber aufs Jahr gesehen ist das eine ganze Menge. Und insofern ist es tatsächlich sinnvoll, wenn man Strom bezahlt, und das wird jeder von uns tun in seinem Eigenheim, erstmal zu ermitteln, wo sind die Stromfresser denn eigentlich? Und das sind wahrscheinlich nicht unbedingt die Gerätschaften, die Sie jetzt vor 2, 3 Wochen gekauft haben, die entsprechend den neuesten Euronormen und sind entsprechend schon so gestaltet, dass sie recht stromsparend funktionieren. In der Regel sind das etwas ältere Geräte bei Ihnen im Haushalt, namentlich benannt, zum Beispiel ein Kühlschrank. Und ich glaube, der Kühlschrank ist eines der wenigen Geräte, die wirklich 24 Stunden rund um die Uhr an 7 Tagen in der Woche im Einsatz sind. Oder schalten Sie Ihren Kühlschrank zwischendurch mal aus? Nein. Wie alt ist Ihr Kühlschrank zu Hause? 10 Jahre, 12 Jahre, Hand aufs Herz, 15 Jahre? Welche Energieeffizienzklasse und so weiter hat der? Und ganz einfach da mal zu gucken, was braucht denn eigentlich so ein Kühlschrank, eine Kühltruhe im Keller oder vielleicht auch mal das ein oder andere Gerät, ein alter Fernsehapparat und so weiter für Strom? Dafür gibt es diese Gerätschaften jetzt hier und wir haben 2 verschiedene. Wir haben einen klassischen Standard-Energiekostenmesser und Stromzähler. Das Ganze gibt es natürlich auch noch mal etwas größer. Und wenn Sie hier mal schauen, ich schalte das ganz einfach mal durch. Ich habe jetzt vor ungefähr, lass mich auf die Uhr schauen, vor ungefähr 2 Stunden diesen Heizlüfter eingeschaltet und ich bin von 30 Cent pro Kilowattstunde Strom ausgegangen. Das kann man einstellen. Kann ich jetzt hier ganz genau ablesen. Wie sieht es denn im Einzelnen aus? Der verbraucht gut 204 Watt, ist aktuell bei knapp 230 Volt an der Steckdose angeschlossen und hat mich insgesamt, seitdem ich ihn angeschlossen habe, 2,17 Euro gekostet. Mein Chef sollte jetzt mal weghören, nicht mich persönlich, sondern Pöll TV. Bei mir zu Hause wäre das aber ein Posten auf meiner Stromrechnung. Ja, 2 Stunden Heizlüfter? Ja, 2 Stunden Heizlüfter. Euro. Sind 65 Cent pro Einsatz, pro Stunde, in dem Fall pro Kilowattstunde. Und das bedeutet einen Gesamtpreis von knapp 2 Euro und wie viel waren es? 70 Cent. Wow. Das ist nur für den Heizlüfter. Jetzt können Sie sich mal überlegen, wenn Sie jetzt mal so einen Kühlschrank haben, eine Kühltruhe und vielleicht noch 2, 3 andere Geräte mehr, eine alte Waschmaschine und dergleichen, was da zusammenkommt. Ich finde es Spitzenklasse. Der kann also hier tatsächlich Ihren Energieverbrauch ermitteln. Der kann die Wirkleistung, die Netzspannung und allen voran natürlich auch die Energiekosten ermitteln. Und da mal genau zwischen die Geräte schauen oder zwischen die Geräte geschaltet, mal gucken, wie sieht es im Einzelnen aus. Haben wir als einzelnes Modell oder als praktisches Zweierset? Ich würde gleich die 2 Stück nehmen. Da kannst du mal bei 2 Geräten gleichzeitig gucken, was verbrauchen die Teile eigentlich. Und was kostet mich der Spaß? Ja, das Zweierset hat die Bestellnummer NC9576569 für 13,29 Euro und einzeln SD2209569. Super, dass Sie hier Ihren eigenen Strompreis, wie der bei Ihnen zu Hause vom Elektrizitätswerk berechnet wird, eingeben können. Und dann können Sie mal sehen, dass so ein Heizlüfter eben eine ganze Menge Geld kostet, wenn Sie den 2 Stunden laufen lassen. Mhm. Natürlich ideal für Stromfresser, die man gar nicht so auf den Blick hat. Ja. Dieses Standby. Geräte, ne? Ja, so ein Satellitenreceiver, der ist reingesteckt, aber ich gucke ja nur 2 Stunden Fernsehen am Tag. Spielekonsolen, Receiver, USB-Netzteile. Ganz. Und sogar eine Kaffeemaschine braucht Strom, wenn sie nur reingesteckt ist. Ich PC, mal den du permanent auf Standby-Betrieb laufen lässt, liegt, glaube ich, nach aktueller Statistik bei ungefähr 25 Euro im Jahr.
25 Kannst Euro du das Fenster im Jahr, aufmachen ohne und dass so er machen. An ist. Ja? Einfach nur in die Steckdose stecken. Das ist ja. unglaublich. Ne? Ja. Ja. Damit kannst du sie ermitteln. Und wir haben eben zwei verschiedene Modelle. Wir haben eben das klassische Modell, was Sie gerade kennengelernt haben, als einzelnes Modell oder als Zweierset. Mhm. Das, was Sie jetzt natürlich im Bild sehen, ist unser XXL Jumbo-Gerät, wenn ich es richtig sehe. Wir sind noch beim Zweierset. Okay, hier. Dann nehme ich alles zurück und behaupte das Gegenteil. Ein paar Sekunden haben wir noch. Ich finde die ganz einfach praktisch. Wenn Sie sich mal überlegen, natürlich weiß man in etwa, das Gerät hat Energieeffizienzklasse A++ oder was. Ist das aber eine alte Statistik? Ist das schon die neue Einschätzung und so weiter? Wissen Sie ganz genau, was Ihr Kühlschrank tatsächlich kostet? Im Monat oder im Jahr? Allein so eine Waschmaschine, ob du da A oder B nimmst, das macht schon 30, 40 Euro im Jahr Unterschied. Ja. Ja. Das können Sie sich ausrechnen, wenn die Waschmaschine mit A mehr kostet, dass ich die in einem Jahr oder zwei Jahren definitiv wieder raus habe. Ja. Wir haben den Strommesser noch mit einem größeren Display, dass Sie es einfacher lesen können. Genau. Ganz genau, das ist die Jumbo-Variante, das ist das erste Modell, was Sie gesehen haben, der Klassiker, den wir schon häufiger angeboten haben. Das Gerät ist relativ neu bei uns im Programm, aber natürlich auch vergleichbar von der Leistung her. Das heißt, hier können Sie messen und gleichzeitig auch errechnen, wie sieht es mit der Netzspannung aus? Welche Stromgeschichte habe ich jetzt hier? Wie sieht die Wirkleistung aus? Das heißt, was verbraucht mein Gerät eigentlich? Ingo steckt den Heizlüfter jetzt mal in den anderen mit hinein. Welchen Energieverbrauch habe ich? Und aufgrund der individuell einstellbaren Energiekosten sind das jetzt 28 Cent pro Kilowattstunde. Sind es vielleicht 32 Cent, 33 Cent pro Kilowattstunde? Mhm. Sie wissen, das kann immer ein Stück weit variieren. Um die 30 Cent nehme ich immer so als Standardwert. Ich glaube, damit bin ich auf der richtigen Seite. Kann ich ganz einfach sagen, was kostet mich das Gerät pro Stunde, pro Woche, pro Monat, pro Jahr? Mhm. Und ist es eventuell hier eine Möglichkeit gegeben, Strom einzusparen, indem ich eventuell mal über die Anschaffung eines neuen Gerätes mit einer besseren Energieeffizienz nachdenke? Es ist mal sehr interessant. Oder vielleicht fange ich auch mal an, darüber nachzudenken. Solche Geräte, vielleicht nicht ein Kühlschrank, aber mal einen Fernseher ganz einfach mal auszustecken, wenn ich das Haus verlasse. Ja? Ja. Oder mal verschiedenste Geräte, mal so eine Lampe, eine ordinäre Stehlampe oder vielleicht auch mal eine Lampe, die im Schlafzimmer den ganzen Tag leuchtet, obwohl Sie den Raum gar nicht betreten. Leuchtet vielleicht und kostet Sie Geld. Ja, und das ist natürlich nicht zu unterschätzen. Und wenn es nur 10, 15, 20 Euro im Jahr sind, das läppert sich. Das ist nur bei einem Gerät so. Wenn Sie mal rüberschauen, sind es mehrere Geräte bei Ihnen im Haushalt. Und wenn man da eine gewisse Summe einsparen kann, bin ich ganz vorne mit dabei. Davon gehe ich lieber schick essen oder fahre eine Woche in den Urlaub. Oder wie seht ihr das? NC 55 50 569 ist die Bestellnummer für den Energiekostenmesser mit XXL Jumbo Display. Auch den haben wir im Zweierset für Sie zum Sparpreis. Zwei Stück davon, natürlich kann man damit dann mehrere Geräte gleichzeitig messen und es läppert sich. Die haben Sie also wirklich sehr schnell wieder raus. Das Zweierset hat die Bestellnummer NC 95 75 569 zum TV-Sonderpreis von 25,64 Euro. Tun Sie sich einen Gefallen, sparen Sie Geld. Die haben Sie ruckzuck wieder raus, weil Sie genau sehen, wo kann ich Strom sparen. Und du hast es gesagt, das sind Lampen, das sind Geräte, die im Standby sind. Kleiner Tipp, Klimaanlagen, das weiß man aber schon etwas länger, dass das natürlich richtige Stromvernichter sind, die vielleicht auch ganz einfach mal ein bisschen gezielter einsetzen, nicht einfach über Stunden hinweg laufen lassen, sondern gezielter einsetzen, dann, wenn man sie braucht. Und was man auch gar nicht auf dem Zettel hat, ist natürlich schade für die Fans solcher Einrichtungen, Aquarien. Die haben diese Wasserpumpen, diese Wasserreiniger und so weiter und die laufen natürlich auch permanent durch, vielleicht auch da mal eine Möglichkeit, das ein oder andere einzusparen. Also da bin ich ganz vorne mit dabei. Übrigens den CO2-Ausstoß von verschiedenen Geräten kann der, wenn es sinnvoll ist, natürlich auch ermitteln. Auch das vielleicht ein Thema für die Umweltfans unter Ihnen. Ja, den Standby-Betrieb hast du angesprochen, Ingo. Ja, ganz wichtig. Jetzt mal ehrlich, hast du Bock, Monika, jedes Mal, wenn du den Raum verlässt oder das Haus verlässt, morgens oder was, immer bei allen Geräten den Stecker zu ziehen? Nein, da bin ich echt zu faul für. Würde ich auch nicht machen, ganz ehrlich nicht. Nur die Geräte dann wieder dran zu lassen und den Standby-Betrieb dann tatsächlich auch zu bezahlen, ist eine Sache. Und man sagt, in einem 3-Personen-Haushalt sind das pro Jahr schnell mal um die 115 Euro. Wir haben mal eine Statistik vorbereitet. Das ist schon irre, wenn man das mal sieht, oder? Vor allen Dingen mal zu sehen, was für Geräte sind das eigentlich und was kostet mich so ein Fernseher im Standby-Betrieb, eine Konsole, ein PC-Monitor oder meine Stereoanlage im Wohnzimmer. Das läppert sich mit den Wochen, mit den Monaten. Oh ja. Wie gesagt, in einem 3-Personen-Haushalt ist das hier mal ein Durchschnittswert von 115 Euro. Unten rechts hast du die Kaffeemaschine gesehen. Nee, wie viel waren das? Kaffeemaschine 25 Kilowattstunden. Bei einem Preis von 30 Cent pro Kilowattstunde sind das
8 Euro. Ja, überleg mal. Eine Kaffeemaschine, die nur drin steckt. Das ist ein Pfund Kaffee extra, was sie quasi zum Fenster rausschmeißen. Ja? Ja. Das ist also Wahnsinn. Und so läppert sich das natürlich. Wie gesagt, der eine hat mehr, der andere hat weniger Geräte. Insofern sind die 115 Euro einfach mal ein Zwischenwert, aber definitiv ein Thema. Ich nehme den Strommesser ganz einfach mal raus, denn wir haben genau das richtige Mittel dagegen. Wir haben es gerade schon gesagt, kein Mensch hat Lust, jedes Mal einen Stecker zu ziehen oder 3, 4, 5 Stecker zu ziehen. Deswegen macht es eben ganz einfach Sinn. Viele Geräte haben auch gar keinen Schalter mehr. Die müssen dann entsprechend gezogen werden. Wenn ich alleine an den Stecker meines Fernsehers denke, dann müsste ich hinter einen Schrank krabbeln, dann müsste ich einen halben Schrank abbauen, damit ich da überhaupt jedes Mal drankomme. Deswegen nutzen Sie doch ganz einfach solche Steckdosenleisten. Ja, hier als Dreier-Variante, wir zeigen Sie gleich auch noch als Fünfer-Variante, wenn Sie mehrere Geräte anhängen möchten, die man ganz einfach zu- bzw. ausschalten kann. Und das einzeln. Wenn Sie jetzt hier drei Geräte drin haben, zum Beispiel in der Küche, einen Toaster, eine Kaffeemaschine und noch einen Mixer beispielsweise, die alle im Standby-Betrieb Strom verbrauchen, die müssen ja nicht alle permanent laufen. Schalten Sie die ganz einfach mit den entsprechenden Tastenbelegungen aus. Sie können anhand der beleuchteten Tasten sehen, ist das Ganze eingeschaltet oder ausgeschaltet. Und damit müssen Sie nicht ein einziges Mal mehr einen Schalter oder einen Stecker rausziehen. Ich halte das für eine unglaublich praktische Variante. Und wenn ich damit Geld sparen kann, bin ich ganz vorne mit dabei. So eine Anschaffung hat sich innerhalb von kürzester Zeit wieder amortisiert. Die sieht auch sehr schön aus. Die ist richtig solide, dieses Klavierlacke glänzende Plastik ist sehr, sehr schön und solide. Die Dreifachsteckerleiste, einzeln schaltbar, hat die Bestellnummer PX1830569. Netzteile, ich sage immer nur Netzteile, egal für was, ob das der Drucker ist, ob das fürs Handy ist, Fernseher, alle haben Netzteile, Computer, die kann man hiermit hervorragend einzeln abschalten, gerade so am Schreibtisch. Man braucht den Drucker nicht die ganze Zeit laufen zu lassen, man muss den Computer nicht die ganze Zeit laufen lassen, aber die Kabel sind halt immer irgendwo hinterm Schreibtisch. Hiermit kann man das ganz einfach an- und ausschalten. Jetzt kommen wir noch zur Fünffachsteckdose. Ich lege die mal daneben. Warte mal, die haben wir nämlich auch. Klar, wenn du drei Geräte hast, super, nimmst du die Dreier-Variante. Wenn du jetzt mehr Geräte hast, zum Beispiel im HiFi-Bereich, meistens am Schreibtisch ist das so. Da hast du vielleicht einen Computer, den du haben möchtest. Dann hast du vielleicht noch einen Drucker. Dann ist noch ein Monitor mit dabei. Vielleicht ist auch noch die Stereoanlage mit dran gehängt. All solche Geschichten. Da brauchst du ganz einfach vielleicht mal ein oder zwei Stecker mehr. Und deswegen haben wir die Variante natürlich auch als Fünfer Mehrfachsteckdosenleiste. Auch die einzeln abschaltbar. Mitunter möchtest du manche Geräte, zum Beispiel einen Laptop, weiter laden, weil du ihn ganz einfach ein bisschen später noch brauchst. Aber dafür musst du den Monitor nicht im Standby-Betrieb laufen lassen. Oder hier zum Beispiel den Drucker, ja, den kann man anschalten, wenn man ihn braucht, wenn man wirklich etwas drucken möchte. Wenn du nichts drucken möchtest, dann musst du den gar nicht unbedingt dabei haben. Also es macht ganz einfach Sinn, gerade diese Geräte, und wir haben Ihnen mal eine kleine Statistik gezeigt, die man normalerweise im Standby-Betrieb hat, ganz einfach abzuschalten, indem man sie per Tastendruck abschaltet. Ich finde es eine tolle Variante, zack, ja. Auch mal Lampen zum Beispiel, wenn Sie jetzt hier auch mal eine Beleuchtung im Wohnzimmer haben. Wir hatten das in der Vorweihnachtszeit auch mit den Weihnachtsbäumen, das war auch mal ein Riesenthema. Ich möchte wetten, auch da ist mal der ein oder andere, da bin ich froh, wenn er ganz einfach jetzt hier mal über die Mehrfachsteckdosenleiste auf den Knopf drücken kann. Im Badezimmer zum Beispiel, auch ein Riesenthema. Da sind Lockenstab, den können Sie nicht an- oder ausschalten, den müssen Sie einstecken oder rausziehen. Also der ist entweder an oder aus, die zwei Möglichkeiten gibt es, aber jedes Mal einen Stecker ziehen, ja, dann kommt Ihnen immer der ganze Gerödel aus dem Alibert entgegen, kennt man doch alles. Habe ich bei mir zu Hause auch nicht mit dem Lockenstab, das macht bei mir keinen Sinn, aber mit anderen Gerätschaften. Elektrische Zahnbürste zum Beispiel, wenn die aufgeladen ist, muss diese Station auch nicht permanent mit Strom versorgt werden. Rasierapparat. Ja, Rasierapparat. Alles. Jetzt können wir mal gucken hier, ich habe jetzt mal hier unsere große Stehlampe mal angedockt. So ist sie jetzt hier und ich habe beispielsweise, das Beispiel bringe ich auch immer wieder, bei mir die Stecker hinten oder die ganz normalen Steckdosen hinterm Sofa. Wenn ich da einen Stecker rein- und rausziehen möchte, muss ich jedes Mal Sofa vorziehen. Wissen Sie, was das ein Akt ist? Jetzt gehe ich ganz einfach hin und Achtung, zack, schalte die hier ganz einfach an der Mehrfachsteckdose aus. Zack, aus oder an, schwupps, sehen Sie, zack, an, aus, an. Das macht sogar Spaß. Finde ich ganz fantastisch und ganz ehrlich, ist komisch, ist aber so. Und vor allen Dingen ist es unglaublich einfach, unglaublich komfortabel. Und wir haben sie eben in der Dreier- oder in der Fünfer-Variante. Die liegen hier bei noch nicht mal 15 Euro. Und ganz ehrlich, Sie haben es gesehen. Also bei diesen Standby-Kosten, die man ganz einfach zum Fenster rausschmeißt, haben sich solche 15 Euro innerhalb weniger Tage, innerhalb weniger Wochen schon schnell wieder amortisiert. Und dann geht das große Sparen los. Und ganz ehrlich, von dem Ersparten, das habe ich lieber in der persönlichen Tasche und habe es lieber für angenehme Dinge ausgegeben, als sie einfach nur zum Fenster rauszuschmeißen. Denken Sie mal in Ruhe drüber nach. PX1832569 für unsere neue Fünffachsteckdose, einzeln schaltbar. Auch die ist in dieser weißen Klavierlack-Optik. Gerne mehrfach zugreifen. Überlegen Sie, wie viel Sie brauchen. Ich wüsste bei mir Fernseher, also Wohnzimmer, Küche und Büro mindestens. Dann kommt noch das Bad dazu. Also
amortisieren sich ruckzuck, sage ich. Jetzt haben wir noch eine sehr komfortable Version. Die finde ich genial. Das wäre meine, ganz persönliche. Ja. Da bin ich ein ganz schön fauler Hund, sage ich dir ganz ehrlich. Ja, mit den Knöpfchen drücken und so weiter finde ich super in der Küche, wenn sowas gut zugänglich ist, auch mal am Schreibtisch oder sowas alles. Aber manchmal hast du diese ganzen Kabelgedönse und so weiter unterm Sofa. Jetzt willst du da nicht jedes Mal dahinter klettern oder dich über die Lehne hängen und dann Knöpfchen drücken oder sowas alles. Dann nutzt doch ganz einfach eine fernbedienbare, einzeln schaltbare Mehrfachsteckdosenleiste. Und ich finde, das ist eine der genialsten Erfindungen, die wir jemals gezeigt haben. Das ist eine Fünffach Steckdosenleiste und die lässt sich ganz einfach per Funk, also mit der Fernbedienung, zu- oder abschalten. Das Einzige, was du dir merken musst, wenn du sie jetzt irgendwo hinterm Sofa oder hinterm Schrank versteckst, was ist auf Position 1, was ist auf Position 2, 3, 4 oder 5. Du hast jeweils die Möglichkeit, ganz einfach per Fernbedienung ganz bequem im Sitzen aus deine elektronischen Geräte einzuschalten oder auszuschalten. Nimmst du dir ein schönes Plätzchen, habe ich bei mir zu Hause auch für die Fernbedienungen von den LED-Kerzen und so weiter, wo ich meine Fernbedienungen alle platziere, so ein kleines Schälchen im Flur. Und bevor ich das Haus verlasse, drücke ich mal eben kurz auf ein Knöpfchen und weiß, meine Gerätschaften sind vom Strom getrennt. Ist übrigens nicht nur sinnvoll, um Strom zu sparen. Wenn man jetzt mal so einen Fernseher oder mal eine HiFi-Anlage und so weiter permanent am Strom hat, das hört man immer wieder in der Urlaubszeit, sind die natürlich auch mitunter so ein bisschen, ja, nicht gerade sicher vor so einem Blitzeinschlag und sowas alles. Ja, es verkürzt ja auch die Lebensdauer. Die Lebensdauer und so weiter. Ja, also es macht ganz einfach Sinn, solche Gerätschaften komplett vom Strom zu trennen. Schont die Geräte und schont vor allen Dingen ihren Geldbeutel. Ich finde spitzenklasse. Übrigens, alle unsere Steckdosenleisten haben diese 45-Grad-Anwinkel. Das bedeutet, Sie können auch gerne die Mehrfachstecker, also die größeren Stecker, zum Beispiel so ein Handy-Ladegerät oder so ein Ladegerät von so einem Computer zum Beispiel, die sind meistens relativ dick. Wenn man die direkt nebeneinander stecken würde, dann würden die nicht wirklich passen. So sind sie auf 45 Grad angesetzt. Das heißt, auch 5 dicke Stecker passen hervorragend nebeneinander. Sind natürlich gegen Überspannung und so weiter geschützt. Und ein Kinderschutz für kleine, zarte Fingerchen ist ebenfalls noch drin. Aber genial eben die Tatsache, dass man das eben per Fernbedienung zu- oder abschalten kann. Und dass jede einzelne Dose einzeln, finde ich spitzenklasse, gerade bei den Geräten, die keinen Ein-Ausschalter haben. Ja, ich finde, es ist bei mir am Schreibtisch, ich habe meinen Drucker drin, ich habe meinen USB-Hub drin, ich habe meinen Laptop natürlich drin und ich habe meinen Desktop und den Monitor drin. Das sind schon 5 Geräte. Ich habe einen Hauptschalter dafür, da mache ich immer alles an oder aus, aber manchmal will ich halt nur den Computer benutzen, aber nicht den Drucker. Da ist sowas natürlich toll, weil die Steckdose habe ich nicht auf dem Schreibtisch, sondern tatsächlich unterm Schreibtisch, eben wo man schwer rankommt. Es ist einfach bequem und sicher und schön und spart Ihnen bares Geld. Das haben Sie ruckzuck wieder raus. Hier ist unsere 5-fach-Funk-Steckdosenleiste. Einfach schaltbar. Sie sehen das mit einer ganz einfachen Fernbedienung. Ich gebe dir mal die Fernbedienung hier. PX2410569 ist die Bestellnummer dafür. Wow. Jetzt kannst du im Sitzen die Stehlampe an- und ausmachen. Ja. Das ist, wenn ich abends mal wieder vor der Tagesschau einschlafe oder sowas alles und ins Bett wackel, da kletter ich dann nicht extra noch hinter das Sofa. Da lasse ich so eine Lampe ganz gerne mal an. Das kostet alles Geld. Am nächsten Morgen ärgere ich mich. Jetzt gehe ich mal ganz einfach an der Fernbedienung vorbei. Zack, mach die Lampe aus und dann ist das Ganze auch schon wieder gut. Und das ganz bequem vom Sitzen aus. Ist das nicht irre? Ja, das ist Luxus. Großartig, oder? Wunderbar. Das finde ich sehr, sehr, sehr luxuriös. Ja. Und wie gesagt, häufig hast du eben diese ganzen Stecker und so weiter, die sind noch nicht gerade schön. Irgendwo mal hinterm Schrank, hinterm Sofa, die ganze Kabellage versteckt man ja ganz gerne. Und wie soll man da großartig drankommen, ohne sich da irgendwie zu verrenken, Schränke wegzuziehen oder sonst irgendwas? Da nehme ich ganz einfach so eine Fernbedienung. Die habe ich von mir aus auch mal unterm Tisch, da wo die Fernsehzeitung liegt. Die Fernsehzeitung drüber sieht die keiner. Und wenn ich was ein- oder ausschalten möchte, mache ich das ganz bequem per Fernbedienung. Das machen sie mehrere tausende Male übrigens. Also Stromverbrauch ist da oder Batterieverbrauch kann man vernachlässigen. Sehr smart, Carsten. Sehr smart diese Lösung. Die 5-fach Funk-Steckdosenleiste einzeln schaltbar hat die Bestellnummer PX2410569. Wir haben Ihnen eine Sendung gezeigt, mit der Sie richtig viel Geld sparen können. Sei es Standby-Geräte, seien Sie das überhaupt mal sehen. Was verbraucht denn mein Kühlschrank? Die Strommesser sind großartig. Wenn mein Kühlschrank, sagen wir mal, 100 Euro im Jahr frisst und es gibt einen Kühlschrank, der 50 Euro im Jahr frisst, dann lohnt es sich vielleicht, einen neuen Kühlschrank zu kaufen. Lauter solche Sachen, Waschmaschinen, Trockenmaschinen, aber nicht nur die großen, auch die kleinen. Wir haben eine Kaffeemaschine, 8 Euro im Jahr. Für nur eine Kaffeemaschine, die keinen Kaffee kocht, die da nur steht. Also ran ans Telefon, sparen Sie Geld und viel Spaß mit unseren Produkten.